Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raven. Hier rechts sind Orks, da links sind Lurker. Verdammt. Hat das die Orks angelockt? Nein, hat es nicht. Sehr schön. Das heißt, ich kann hier gemütlich nochmal meinen Mana auffüllen und mir den anderen vornehmen. Verdammt! Warum trifft da immer einer nicht? Weiß ich gar nicht. Aber mir ist gerade aufgefallen, ich habe von den 10ern hier viel weniger. Viel mehr natürlich. Und wenn das mit den 5ern klappt, brauche ich einen 10er, einen 15er. Und es ist dann dämlich, die 15er zu verschwenden. Ich sollte gucken, dass ich von beiden ungefähr gleich viele habe. Snapper. Snapper. Einer wäre kein Problem, zwei vielleicht auch nicht, aber vier sind zu viel. Wer läuft denn da rum? Ein Ritter. Der tut mir bestimmt nichts, oder? Der ist doch im Dienste Innos. Guten Tag. Wir werden hier so lange ausharren, wie Innos sein Licht über uns hält. Okay. Das war's schon an Dialog. Das ist ja nicht so viel. Ich dachte, da kommt mehr. Ah, da ist noch einer. Ah, der ist auch nur ein generischer Ritter. Nun gut, was haben wir hier? Einen Turm? Komme ich da hoch? Sieht leider nicht so aus, als gäbe es da eine Leiter. Aber das da könnte funktionieren. Naja, dann muss ich wahrscheinlich über die Palisade gehen, oder? Oder den hier vielleicht machen? Na, egal. Ist es eigentlich nicht wert. Ist eigentlich viel zu gefährlich, um ehrlich zu sein. Nach dem Sterben beim letzten Mal bin ich gerade wieder ein bisschen paranoid, was das Speichern angeht. Ich speichere lieber einmal zu viel als zu wenig. Ein Innos-Schrein. Eine Innos-Statue. Mit Flügeln und Krallen. Und Knochen eines Goblins. Und dahinter liegt ein Lederbeutel. Sehr gut. Ich könnte jetzt Gold spenden. Aber ich brauche das Gold, um Gorn zu befreien. Apropos Gold. Wie viel ist das da drin? Ist das wieder ein 100er? Nein, ein 50er. Aber trotzdem besser als nichts. Finde ich gut. Das hier ist aber nicht die alte Mine, oder? Das ist ein Seiteneingang. Die alte Mine war doch noch... Hä? War die nicht irgendwie da vorne? Oder bilde ich mir das ein? Ey! Sollst du da hochgehen? Und oben stehen bleiben? Und dann da hochklettern? Ich will mich umschauen. Jetzt klettern wir da hoch. Genau. Und lass du da hoch. Nee. Das klappt nicht. Komme ich da nicht irgendwie hoch? Ah, da. Da komme ich doch hoch, oder? Gehe noch ein bisschen weiter vor. Müsste ich sogar direkt hochkommen. Komm schon. Na, komm schon. Du wirst doch wohl davor springen können. Sag mal. Sag mal. Stell dich doch nicht so blöd an. Warum kann ich da nicht hoch? Was soll das? Das geht doch. Oder bin ich jetzt... Jetzt komm schon. Du kannst doch da hochgehen, oder? Ne, der kann da nicht springen in der Ecke. Was soll das? Das ist ja ätzend. Ja, hier kann er springen. Aber nicht für die Schräge zu. Die wollen wohl verhindern, dass ich da hochgehe. Das kann es ja wohl nicht sein. Was wartet dort vorne auf mich? Ach so, ein Fell und ein Feldknütterich. Ja, ne? Das wird dann wohl nichts mit da hochgehen. Von den Snappern halte ich mich mal lieber noch ein bisschen fern. Könnte ich über die Palisade vielleicht darüber springen? Ja, das ist zu weit. Über den Berg wird wahrscheinlich auch nicht klappen. Wenn ich da wahrscheinlich hochkäme. Ich käme da nicht rüber. Also gut. Dann breche ich diese Explorationsbemühungen hier draußen ab. Und wende mich stattdessen
der Mine zu. Braucht ihr das Bier noch? Und das, den Schinken? Nö, ne? Danke. Hey, du. Du? Ja, wer hätte gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen würden? So wie es aussieht, haben wir es wohl beide verstanden, am Leben zu bleiben. Und wie du siehst, bin ich dem Schürfen treu geblieben. Wie viel Erz habt ihr bereits gefördert? Ein paar Kisten, aber davon ist nichts mehr hier. Paladin Markus hat beschlossen, das Erz zur Burg zu bringen, weil wir dauernd den Angriffen der Orks ausgesetzt waren. Weißt du, welchen Weg Markus genommen hat? Er hat nicht den direkten Weg genommen. Stattdessen wollte er den Fluss dort überqueren, wo er gefroren ist. Er wollte einen Bogen schlagen und sich der Burg von Westen her nähern. Willst du nicht das Tal verlassen? Nein, ich werde weiter Erz schürfen. Ich lasse mich doch nicht von so ein paar Orks daran hindern. Ich habe schon ganz andere Sachen erlebt. Damals, als wir noch in der alten Mine geschürft haben und auf einmal das Wasser hereinbrach. Aber das sind alte Geschichten. Was macht die Arbeit? Dieser Fels ist verdammt hartnäckig. Fast so, als würde er sich dagegen wehren, dass wir uns das Erz holen. Tja, vielleicht tut er das ja. Wer weiß, ein Sträfling? Wir werden hier alle sterben. Aber die Sträflingskolonie ist doch schon lange keine Sträflingskolonie mehr. Was? Was? Was geht hier ab? Braucht ihr Hilfe? Schon wieder eins von diesen Biestern. Snapper. So, komm. Da ist nichts zu holen. Und warum habe ich keine Waffe in der Hand, wenn ich die Waffe ziehe? Habe ich die wieder ausgerüstet? Also abgelegt? Ja, habe ich. Mann, bin ich blöd. Keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe mal wieder. Aber ich sollte da besser aufpassen, nicht, dass ich plötzlich mal vor irgendwelchen Gegnern stehe, ohne... Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Eine Waffe. Boah, ey, in dieser Mine gibt's ja voll viel. Gerade mal zwei Leute, die schürfen. Und nochmal zwei Ritter, die dumm rumstehen und das Ganze bewachen. Ein paar Spitzhacken, die ich nicht brauche? Irgendwie enttäuschend, aber gut. Der Paladin Markus wollte also den Fluss überqueren, dort wo er gefroren ist. Joa. Du da bist im Weg. Schon wieder eins von diesen Biestern. So. Immerhin. Das war's mit dir, du Mistvieh. Einer davon gehört mir und ich sehe gerade... Die geben so viel Erfahrung wie Lurker. Und sind dementsprechend wahrscheinlich auch in der Kampfstärke vergleichbar. Das ist meiner! Das ist meiner! Ups. Komm her! Komm her! Weg, du Ritter! Weg, Ritter! Das ist meiner! Da ist nichts zu holen. Immerhin habe ich für zwei... die Erfahrung gekriegt. Und da hinten kriege ich nochmal einen. Da bin ich mir sicher. Den kriege ich. So, jetzt habe ich 10, 20, 30. Ah, das war blöd. Jetzt habe ich wieder 4 gedrückt. Nein, Paladin! Nein! So, das war's mit dir, du Mist. Nein! Aus! Sitz. Lass den Chef seine Gegner selber erledigen. Du kämpfst im Namen Innos, ich bin der Name Innos. Tu, was ich dir sage. Und alles wird gut. Du darfst erst einschreiten, wenn ich fast tot bin. Und dann aber bitte schnell. Aber die Erfahrung, die hätte ich dann echt gerne. So, dann schauen wir doch mal. Hier wächst leider überhaupt nichts, was ich irgendwie mitnehmen könnte. Über einen Goblin. Der wächst allerdings eher weniger, sondern ist halt da und macht halt sein Ding. Aber gut, hier wird der Paladin nicht drüber gegangen sein mit seiner Gruppe. Denn ein paar Goblins hätten die wahrscheinlich nicht aufgehalten. Sondern im Gegenteil, sie hätten die Goblins umgebracht. Und aus dem Weg geräumt. Dementsprechend denke ich mal, dass der Paladin hier weitergezogen ist. Vielleicht da oben hin?
Kann man da überhaupt hoch? Boah, ist das hier zugefroren. Früher konnte man da ins neue Lager rein. Und hier unterhalb von mir war, glaube ich, auch eine Höhle. War ich da hoch? Ah, nein. Okay. Rutscht doch noch langsamer den Hang runter. Na gut. Dann ist die Karawane ja vielleicht hier über den Fluss einfach drüber. Vielleicht da hoch? Na, Karawane. Wieso Karawane? Na, der Zug halt von dem Paladin mit den Leuten. Und wahrscheinlich hatten sie einen Wagen dabei. Denn irgendwie müssen sie ja das Erz transportieren. Das würde auch erklären, warum denn nur so wenige Leute in der Mine sind. Wahrscheinlich brauchen die schon eine kleinere Gruppe, um... das alles zu transportieren. Und ich glaube, damit hat sich die Frage, welchen Weg sie genommen haben, auch erledigt. Ich glaube, sie sind hier lang. Da bin ich mir ziemlich sicher. Bleibt nur die Frage, oben oder unten? Über die Brücke oder nicht über die Brücke? Da drüben steht ein Wagen. Das ist vielleicht ihrer. Ach komm, ich bin doch Magier. Gib mal her. Tschüss, Goblin. Boah, nur einmal pro Goblin. Das ist ja fast geschenkt. Gefällt mir. Ah, doch. Hat was, Magier zu sein. Ah, hat was. Was ist das da drüben? Ach, Riesenratten, okay. Ich glaube, die sind eher harmlos. Ich habe mehr Angst vor den Blutfliegen. So viel auf einmal. Vor allem brauchen die auch zwei Schüsse. Das heißt, eine kriege ich noch mit dem Zauber. Aber die fliegt hier so ständig links, rechts. Fliegt sie rein? Ja, sehr gut. Und der zweite trifft dann. Und dann... Nein, nicht Kronstöckel essen. Kronstöckel brauche ich für die ganzen Tränke. Ich glaube, jeder einzelne Trank hat Kronstöckel drin. Jetzt komm halt mal her, Blutfliege! Und bleib nicht da oben. Hängst du ernsthaft bei dem Wagen fest? Ich meine, soll mir recht sein? Kann ich dich ganz einfach töten? Und du kannst mir nix. Ist mir doch egal. Ah, da ist noch ein Toter. Verdammt. Das tun die Ratten da also. Ah, das war schön. Kritischer Treffer. Hey, ihr Ratten. Ich dachte eigentlich mal, Riesenratten gäben zwei Fleisch. Oh, ein Apfel. Sehr gut. Aber das haben sie dann wohl wieder geändert. Vielleicht mit Erweiterung oder dem neuesten Patch. Weil Riesenratten haben sich früher mal richtig gelohnt zu jagen, weil die zwei Fleisch gaben. Da unten ist ein Feuer. Vielleicht waren die da oder vielleicht ist da ja noch jemand von denen. Aber zuerst brauche ich eine Runde Mana. 10, um genau zu sein. Ich sagte, ich brauche Mana. Und wenn ich schon dabei bin, eigentlich kann ich auch gleich den Apfel futtern. Und dann den Schinken. Ja, okay, das war vielleicht nicht so klug. Vielleicht will der noch irgendjemand irgendwann. Naja, ich finde bestimmt wieder einen. Jetzt erstmal zu dem Feuer hier. Ich will wissen, wer da lagert. Ich meine, über die Berge werden sie nicht gezogen sein. Das wäre dämlich. Was ist das? Ist das ein Eisgolem? Ja, da will ich nicht hin. An dem Feuer lagert irgendwie niemand außer einem Lurker. Dem ich mich jetzt aber auch nicht unbedingt sofort anlegen will. Wie gesagt, ich brauche noch relativ viel Erfahrung. Das lohnt sich eigentlich nicht, die jetzt durch Kämpfen herbeizuführen. Und danach muss ich mein Mana wieder auffüllen. Und eigentlich würde ich daraus vielleicht doch lieber Tränke brauen. Oder zumindest warten, bis ich es effizienter einsetzen kann. Uiuiuiui, da unten sind noch mehr Lurker. Gut, da sind die nicht lang gegangen. Genau, also entweder effizienter einsetzen mit besseren Zaubern. Dann kann ich in Summe einen größeren Effekt erreichen. Oder vielleicht komme ich mit einer besseren Rüstung oder einer besseren Waffe oder beidem hier nochmal vorbei. Dann kann ich hier auch entsprechend Mana sparen. Weil jetzt gerade ist ja mein Mana-Verbrauch nicht feierlich.
Ich habe auch hier, glaube ich, pro Schaden, den ich mache. Wie ist das? Feuerpfeil macht... Okay. Ich kann 5 Schaden pro Mana machen. Dagegen macht der Eispfeil zum Beispiel 10 Schaden pro Mana. Und der Feuerball macht 15 Schaden pro Mana. Also, ne? Da ist schon noch deutlich Luft nach oben. Das kann deutlich effizienter werden. Also ich kann dann nicht nur mehr Mana haben, ich kann dann auch pro Mana-Punkt mehr erreichen letzten Endes. Mit besseren Zaubern. Also eigentlich spricht schon alles dafür. Den zweiten Kreis der Magie habe ich ja, glaube ich, schon, genau. Mir endlich mal einen Kreis 2 Zauber zu besorgen. Mittlerweile habe ich auch die Lernpunkte, die ich dafür brauche, um den Zauber zu lernen. Ich habe einen Runenstein an den Lehren, soweit ich weiß. Die Frage ist nur, wo lerne ich einen Stufe 2 Zauber? Kann ich denn schon einen? Wo steht das denn? Die Runen. Zutaten für die Rune Feuerpfeil. Ja, das war's. Ich kann bisher nur Feuerpfeil erschaffen. Also muss ich einen lernen noch. Das kostet auch ein paar Lernpunkte. Und ich bezweifle aber irgendwie, dass ich das hier in der Kolonie tun kann. Muss ich mal schauen, ob da in der Burg vielleicht jemand mir das beibringen kann. Und die da sind bestimmt nicht freundlich. Die Banditen. Zumal ja die beiden bei dem Lager, bei denen ich letzte Folge war, auch meinten, sie seien irgendwie zwischen Orks und Banditen eingesperrt. Deswegen nehme ich mal an, dass das hier Banditen sind. Ja, da ist ein Bandit, genau. Wisst ihr was? Da gibt es nur eine Möglichkeit. Speichern. Und Konfrontation. Jetzt bist du dran. Yep, die greifen mich an. Ich versuchte mal wegzulocken. Komm, sag, dass du stehen bleibst. Sehr gut. So, das sollte reichen, um ihn mit der Waffe zu kriegen. Genau. Dankeschön. Hallo, ich bin Magier. Bleib stehen, du Lump! Ja, mach ich. Jetzt. Leider bin ich gleich tot, so wie es aussieht. Wie heile ich mich jetzt, ohne groß Zeit zu verschwenden? Ich könnte einen Trank schlucken. Renn so schnell, wie du kannst! Zuallererst muss ich aus deren Reichweite verschwinden. So. Komm, das sollte reichen. Und jetzt schnell einen 100er-Trank. Und einen Mana-Trank. Könntest du bitte mal umfallen? Dankeschön. Ah, da kommt der Nächste. Oh Mann. Der steht immerhin dazu, Bandit zu sein und nicht Herumtreiber oder sowas Euphemistisches. Na? Jetzt ist ja auch noch da. Na komm. Siehste, geht doch. Da kriege ich meinen Heiltrank zurück. Ein bisschen Bier. Hui. Das war ein spannender Kampf. Aber gut zu sehen, dass ein Magier wie ich, selbst so schwach wie ich bin, es durchaus mit ein paar Banditen aufnehmen kann. Das heißt, in meiner Ausbildung wurde doch nicht so viel falsch gemacht. Uiuiuiui. Wenn ich mich nicht täusche, müsste ich jetzt um die 950 Gold haben. Und damit beinahe genug, um Gorn zu befreien. Vielleicht, wenn ich noch ein paar Sachen verkaufe. Zum Beispiel von den Degen und so. Von den Banditen jetzt. Dann könnte das sogar schon reichen, um Gorn freizukaufen.
So, zuallererst aber daraus kann ich Pfiffsuppe machen lassen. Ja, futter ich mal die da, ne? Ich glaube, die brauche ich nicht wirklich für irgendwas. Und dann habe ich ja noch ganz viel Fleisch. So. Muss ja auch nicht ganz voll geheilt werden. Ach, was soll's. Jetzt bin ich halt ganz voll geheilt. Auch gut. Und, weil es so wunderbar geklappt hat. Ja, ich weiß, ich hatte mir wieder angewöhnt, viel zu selten zu speichern, die letzten Folgen. Letzte Folge habe ich die Rechnung dafür gekriegt. Und jetzt speichere ich wieder viel zu oft. Bis es mir wieder zu blöd wird. So. Ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder 20 Minuten lang. Naja, wisst ihr was? Dann speichere ich hier eben nochmal. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal werde ich dann diese Gegner hier töten und mich bei Kavalons Hütte ein bisschen umschauen. Bis dahin!